Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von eurer Gameplayerin. Heute befinden wir uns wieder im, naja, nicht ganz so wunderschönen Tamriel. Es ist sehr düster hier, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das an den Wetterverhältnissen liegt oder daran, ja, dass wir 9 Uhr morgens haben. Wir sind in der letzten Folge nach hier geschickt worden und da machen wir dann auch mit der Quest direkt weiter. Das Donnern des Berges hat uns alle beunruhigt. Balred ist irgendwo da oben. Ich hoffe, ihr habt gute Nachrichten. Ich habe mit einem Magier aus der Vergangenheit gesprochen und erfahren, wie man Balred bindet. Ausgezeichnet! Meine Freundin, ihr seid ein wahrer Schatz und ein echter Segen für den Pakt. Ich spüre hier die Hand der Drei am Werk. Jetzt kommen die Dinge ins Rollen. Bei Vivek. Balred wird wieder gebunden. Ich weiß, was zu tun ist. Die Magier aus der Vergangenheit hielten Balred mit Wächteratronachen im Zaum. Die Atronachen? Nun, das ist schlecht. Ich habe sie mit Vaters Zauberspruch vertrieben. Wir waren sicher, wir könnten die Kreatur kontrollieren. Verdammt! Ich schätze, wir werden sie irgendwie erneut beschwören müssen. Na toll. Wie machen wir das? Sie warten jahrhundertelang über Aschberg. Wir müssen nur wieder ihre Aufmerksamkeit erlangen. Tötet Daedra, schneidet ihnen die Herzen heraus und verbrennt sie auf den Altären der Ruinen. Das sollte sie hervorlocken. Schreitet in Asche, erwartet euch an der Spitze. Viel Glück. Ich werde anfangen. Wir werden die Stellung hier halten und sicher gehen, dass die Aschlande sicher sind. Ganz Steinfelle verlässt sich auf euch, meine Freundin. Warum sind die Daedra hier? Für gewöhnlich kommen Daedra nur widerwillig nach Nirn. Der Aschberg hallt von den magischen Nachklängen der Gefangennahme Balreds wieder. Diese Macht und die Hitze der Lava ziehen sie an, wie Licht die Motten. Warum wart ihr nicht in der Lage, Balred zu binden? Vater mag zu selbstsicher gewesen sein. Wir haben die Schutzzauber gebrochen und, wie ihr erfahren habt, die Wächter zerstört, als wir Balred in Davons Wacht beschworen haben. Vater war sich sicher, dass ich sie ersetzen könnte. Ich möchte ihn nicht enttäuschen. Ja, okay, dann werden wir uns erstmal aufmachen und D3-Herzen sammeln. Die zeigen jetzt an, wir sollen dahinter gehen. Frage ist nur, wie kommen wir dahinter? Wahrscheinlich hier rüber. Und die Frage ist, wer wie was gehört alles dazu? Das ist jetzt schon wieder eine neue Quest. Hierher. Ah ja, ich glaube, da kam man auch so nicht direkt hin. Ich glaube, da musste man erstmal zurückreiten, damit man dann dahin kam. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Kommen wir da so durch? Nee, ich glaube nicht, dass wir da durchkommen. Dann würde ich sagen, wir reiten da mal hin. Weil dummerweise muss es ja genau diese Stelle sein, die da angezeigt wird. Das ist immer so ein bisschen, naja. Ich mache auch am besten mal eben die Namen an, damit ich besser von Weitem sehen kann, ob ich jetzt irgendwo reinreite. So, das heißt, dass wir hier erstmal links abbiegen. Ja, ich weiß, ihr habt auch noch eine Quest für mich. Es tut mir ja auch leid, es tut mir ja auch leid. Oh, da war gerade ein schwerer Sack. Findet Ärger. Ja, ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier Ärger finden. Das ist noch ein Stück weiter rechts. Ich glaube, ich bin auch zu früh abgebogen. Ja. Du bist kein Daedra. Ja, das war irgendwie hier rüber. Da oben müssen wir hin. Ich weiß, dass der Weg etwas blöd gewesen ist. Kommen wir. Oh nee, jetzt kommen wir hier nicht hoch, oder? Natürlich kommen wir jetzt hier nicht hoch. Gut. Nee, kein Kampf. Ich will nur hier hoch. Vielleicht bin ich auch irgendwie ganz blöd jetzt. Ganz blöd hier hingeritten, ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich hätte ich doch einfach nur geradeaus hinreiten können. Ich weiß es nicht genau. Ja, im vollen Block, aber Hauptsache, er hat mich nochmal umgehauen.
So, damit das nicht stört, mache ich das hier unten auch mal eben raus. Eigentlich ist das hinter uns, aber da sollte normalerweise alle Dedra zählen, die wir hier oben finden. Du bist ein Scum. Zählt eigentlich nicht dazu. Nee, das nimmt er auch nicht an. Oder nimmt er das nicht an, weil es nicht im Kreis ist? Das kann natürlich auch sein. Ja, ihr seid auch nicht im Kreis hier. Oh, aber das funktioniert. Also so am Rande des Kreises nimmt er das noch an. Immerhin. Okay, Frage ist, kommt ihr jetzt da hoch oder soll ich jetzt da runter? Ich glaube, die haben nicht so richtig Lust, hier hochzukommen. Das ist auch noch im Kreis drin. So, komm mal da raus. Ich will nicht so in die Lava. Ja, ich will nicht so in die Lava, aber Hauptsache Basti läuft da voll rein. Das war ja klar. So, der zählt aber nicht dazu. Ihr seid jetzt außerhalb von dem Gebiet. Beziehungsweise du bist außerhalb vom Gebiet, aber du zählst noch dazu. Ja, ihr seid außerhalb vom Gebiet eigentlich, ne? Wir zählen vermutlich nicht mehr dazu. Nee, oder? Doch. Okay. Dann müssen wir jetzt wieder zurück, wenn ich das richtig sehe. Nee, wir brauchen zwei Stellen. Beschwört und besiegt Flammenglut und Zornesglut. Okay, der ist da, wo ich jetzt so nicht direkt... Doch, da komme ich rüber. Dach. Mit euch wollte ich eigentlich gar nichts anfangen hier. Kommt mal hoch. Na toll. Ich habe gesagt, komm hoch, nicht spring über mich rüber. Bottle. So, und die anderen wollen jetzt nicht mehr. Na toll. Gut. Das ist etwas tiefer. Moment, wo ist... Ach, da unten. Bin jetzt doch eins rübergelaufen. Hallöchen. Eine Sterbliche? Ja. Wie interessant. Auch so interessant finde ich das nicht. Dedra finde ich interessant. Ich werde euch so lange Jeder Schurke helfen, ist der Held seiner eigenen wie Geschichte. Es mir gefällt. Ha, schon komisch. Ja, was haben wir denn hier? Mit dem habe ich leider noch nichts in Sachen Look und Trug gemacht. Das haben wir alles. Oh, schon Rang 5 bei der Kriegergilde. Das ist sehr gut. Dann können wir nämlich damit den Quests auch relativ schnell weitermachen, wenn wir denn soweit sind. Das müssen wir auf jeden Fall noch nachholen. Eigentlich sind die ja so parallel, sage ich mal, zu den normalen Quests. Deswegen... Da oben müssen wir, glaube ich, hin, ne? Oh, Hallöchen. Ich muss ihn noch looten. So. Jetzt ist die Frage. Da müssen wir einmal durch. Ja, natürlich steht hier so ein kleiner Scum, wie so ein Gollum, wollte ich gerade sagen. Wie so ein Goblin mitten da drauf. So. Guten Tag, ihr die Dame. Wagt es, mich zu beschwören? Ja. Ihr werdet brennen. Nein. Ich gebe auf. Ich werde euch fürs Erste dienen. Das ist schön. Und wir haben noch eine Truhe gefunden. Das ist noch schöner. Die müssen wir natürlich direkt mal mitnehmen. Für alle, die nicht so ganz verstanden haben, wie das mit den Truhen passiert. Also ihr müsst so lange runterdrücken, bis diese Bolzen so ganz leicht am Ruckeln sind. Und dann müsst ihr loslassen. Braucht ein bisschen Übung dabei, aber im Prinzip ist es nicht schwer. Oh, jetzt müssen wir hier... Da haben wir den Auftrag bekommen und jetzt müssen wir da oben hin. Sprecht mit, schreitet in Asche. Die Frage ist, können wir da jetzt so rüberspringen oder müssen wir jetzt von hier rechts irgendwie da rein? Ich meine, da gab es nämlich Probleme mit dem Rüberreiten, obwohl das sieht eigentlich ganz gut aus.
Natürlich muss ich dem Viech jetzt voll vor die... Ja, Krallen. Keine Ahnung, was der da hat. Die Scheren hüpfen. Ach, hier sind wir schon wieder. Wo ist sie denn? Da. Hallöchen. Der Wind hat euch mit unverbrannten Schuppen hierher getragen. Was machen wir jetzt? Ich habe die Wächter Atronachen besiegt. Ich sollte sie nun zu uns rufen können. Kalter Regen auf meinen Schuppen. Wir werden die Ketten neu schmieden, die Garin und sein Vater gesprengt haben. Der Bruder des Zwists wird wieder zur Ruhe gebettet werden. Dies ist Magie, die ich fern von den Wassern meiner Heimat nicht verstehe. Ihr seid mutig, am Flussufer zu wandeln. Wir sollten bereit sein. Gibt es noch irgendetwas, das ich wissen sollte? Eine weise Frage. Ja, ich habe euch einen Fokus gebracht. Ein Totem, das euch bei der anstehenden Prüfung helfen sollte. Es ist ein Sturmtotem, das reines Wasser auf seine brennende Haut herabschicken wird. Okay. Was soll das bringen? Balred ist wie eine gnadenlose Maschine, die Feuer und Tod bringt. Ihr werdet etwas brauchen, um ihn zu verlangsamen. Setzt das Totem ein und verlangsamt ihn. Dann sollte eure Aufgabe wesentlich leichter sein. Doch zuerst müsst ihr die Wächter beschwören, wie ihr es bereits gesagt hattet. Sonne auf euren Schuppen, meine Freundin. Es tut mir leid, schreitet in Asche. Ich bin ein Mensch. Aber hab Dank, schreitet in Asche. Ich habe doch gar keine Schuppen. Außer vielleicht in den Haaren, ich weiß nicht. Da. Die zwei müssen wir erstmal machen. Jetzt hat die mich hier so durcheinander gebracht, dass ich vergessen habe, was ich machen wollte. Ah, Balred. Schon wieder. Schon wieder, ja. Wir haben Mist gebaut. Tut mir leid. Beendet es und lasst mich frei. Machen wir. Wie war das jetzt hier? Kommt das Portal? Nun, ich merke schon, dass meine beträchtliche Investition nicht gänzlich vergeudet war. Marvus? Seit unserem Treffen in Otrensis bin ich bei schrecklich klarem Verstand und sehr neugierig. Könnt ihr Balred wirklich einsperren? Der Tod hat mir eine ganz besondere Sicht der Dinge verschafft. Und ich habe natürlich alle Zeit der Welt, meiner Neugier nachzugehen. Das Portal ist offen. Habt ihr noch irgendwelche Hinweise? Balreds Angriffe haben ihn Kraft gekostet. Ihr solltet ihn besiegen, solange er noch geschwächt ist. Ich spüre derzeit, wie er sich in der Caldera des Vulkans regt und Kraft aus den dortigen Lavaströmen zieht. Wir müssen Balred also von der Lava fernhalten. Ja, aber ich bezweifle, dass das leicht wird. Wenn er einen Lavatümpel erreicht, wird Balred Kraft zurückgewinnen. Da war noch etwas anderes. Lasst euch nicht von ihm anzünden. Ja, das solltet ihr unbedingt vermeiden. Noch etwas? Wie ihr gesehen habt, lieben Skampen das Feuer und die magische Energie, die Balred verströmt. Seid dort unten für weitere von ihnen gewappnet. Sobald wir seine lodernde Hülle zerstört haben, können wir ihn wieder binden. Und dieses Mal für immer. Ich danke euch, Marvus. So, wo ist er? Da. Der ist schon geschwächt. Sturmtotem. Zu mir. Hallo. Sieht Magika aus meiner Aura. Bindet seinen Geist, bindet seinen Geist. So. Ihr habt es geschafft. Ja. Die Wächter sind hier. Worauf warten sie? Ich weiß nicht. Hört mich an. Kehrt zu euren Aufgaben zurück. Balred kann in der Welt der Sterblichen nicht existieren.
Ihr müsst ihn wieder einsperren. Wir gehorchen. Vergebt uns, sterblicher Meister. Erfüllt eure alten Schwüre. Nehmt Balred gefangen. Ja, das war erfrischend einfach. Für eine Sterbliche habt ihr euch gut geschlagen. Marvos, ist es erledigt? Ihr habt es selbst gesehen. Balred, der Bruder des Zwists, ist für immer eingesperrt. Er ist an den Aschberg gekettet. Ihr habt das getan. Ihr habt getan, was ungezählte Magier viele Versuche und viele Fehlschläge kostete. Für eine Sterbliche seid ihr durchaus imposant. Danke, Marvos. Ja, ihr solltet mir danken. Ohne mich hättet ihr es nicht geschafft. Und das ist gern geschehen. Nun geht. Verschwindet von hier. Dies ist kein Ort für die Lebenden. Passt auf euch auf, Marvos. Balred ist für immer gebunden. Kehren wir zum Aschberg zurück. Okay, dann gehen wir halt da raus. Grüße. Ja, sprich mit Ihr mir. Ihr habt das Unmögliche geschafft. Es war weise von mir, den Stein in eurem Geist zu sehen. Allerdings bin ich auch bekannt dafür, weise zu sein. Wir haben ihn gemeinsam besiegt. Ja, Balred ist besiegt. Argonia, Dunmeer und Nord arbeiten zusammen. Man könnte fast glauben, wir hätten einen Pakt beschlossen. Ja, und dafür haben wir einen Fertigkeitspunkt bekommen und ein einhändiges Schwert von Schröterpanzer. Der Sieg ist wie ein kühlender Regen, oder? Aber der Sturm tobt noch weiter. Was soll ich für euch tun? Balred mag gebunden sein, doch das Bündnis bedroht nach wie vor die Aschlande. Wir haben davon erfahren, dass an der Küste, westlich von Ebenherz, eine Großoffensive im Gange ist. Truppen des Pakts und des Bündnisses kämpfen nun um das Labyrinth aus Landkorallen, das man Vivex Fanfaren nennt. Vivex Fanfaren? Die Dunkelelfen sehen die Korallen als Geschenk ihres lebendigen Gottes Vivec an. Ihnen zufolge hat er sie im Akavirischen Krieg gerettet. Doch das spielt jetzt keine Rolle mehr. Das Militär des Pakts könnte euer Können und eure Stärke im Kampf gebrauchen. Treibt ruhig den Fluss entlang, meine Freundin. Ihr auch. Ich werde mich zu Vivex Fanfaren aufmachen. Ja, das wäre dann ein gutes Stück weiter. Und zwar sind wir jetzt hier unten. Das heißt, wir müssen jetzt hier das ganze Stückchen rumreiten. Dann werde ich wahrscheinlich nochmal einen kurzen Schwenker hier nach Ebenerz machen. Den Wegschrein auch noch kurz freischalten. Und, ach so, genau. Ich müsste hier auch noch das Gästezimmer holen. Ich weiß nicht, ob wir das mit dem Char hier machen können. Ich glaube, wir haben ein anderes schon mit dem geholt. Da müsste ich das mal mit einem anderen Char machen. Und dann treffen wir uns in der nächsten Folge allerdings erst mit Aretil hier oben wieder. Und dann gibt's eine, ja, ich sag mal, optisch sehr schöne Quest. Aber wie bereits erwähnt, das wird erst in der nächsten Folge stattfinden. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.